Traurige Liebesnews von Laura Oswald. Der verliebt in Berlin-Star und sein Ehemann Krishan Weber gehen nach 10 Jahren getrennte Wege. Die Liebesgeschichte der Schauspielerin und des Unternehmensberaters beginnt ganz romantisch. 2011 lernen die beiden sich in einem Berliner Club kennen. 3 Jahre später geben sie sich das Ja-Wort. Seit September 2016 sind Laura und Krishan Eltern einer Tochter. Das Ehepaar hält seine Liebe privat. Nur selten teilt Laura Fotos mit ihrem Mann. Auch gemeinsame Auftritte sind rar. Bis zuletzt wirken sie jedoch glücklich. Doch nun bestätigt die Serienbeauty überraschend: Mein Mann und ich haben uns nach 10 schönen Jahren freundschaftlich getrennt. Wir haben eine tolle Tochter und zu ihrem Schutz werden weder mein Mann noch ich mehr dazu sagen. Die Trennungsgründe lassen sich nur erahnen. Fest steht, dass das Paar von Anfang an vor Herausforderungen steht. Direkt nach ihrem Kennenlernen geht es für Krishan beruflich nach Washington. Laura zieht zunächst mit, kehrt aus beruflichen Gründen nach wenigen Monaten aber wieder nach Berlin zurück. Für 3 Jahre führen die beiden anschließend eine Fernbeziehung, sehen sich zwischenzeitlich auch mal 2 Monate nicht. Doch Laura und Krishan halten zusammen und heiraten in dieser Zeit sogar. Im Promiflash-Interview schwärmt die heute 39-Jährige damals: Hochzeit war schön, mit vielen Freunden, schönen Gästen, sehr schönen Gästen. In 10 Jahren heiraten wir dann nochmal am Strand. Ein Jahr nach diesem Interview ist Laura schwanger. Das Paar scheint sich mit seiner Fernbeziehung zu arrangieren. Denn auch nach seiner Zeit in Washington ist Krishan beruflich weiterhin viel unterwegs. Mit der Geburt ihrer Tochter stehen die Eltern jedoch vor einer neuen Herausforderung. Von Montag bis Donnerstagabend ist er weg, dann bin ich mit Kalina alleine. Besonders beim Abendessen oder wenn ich später allein auf der Couch sitze, fehlt er mir sehr. Aber egal wo er ist, wir hören uns oft und er sagt unserer Tochter immer per Videoanruf Gute Nacht. Es ist hart für ihn, weil er sie sehr vermisst, gibt die Mila-Darstellerin damals preis. Mit der räumlichen Distanz kommt die Familie trotzdem gut zurecht. Laura sieht sogar Vorteile in ihrer Fernbeziehung. Es hält die Liebe frisch, wenn man nicht jeden Tag Alltag zusammen hat. Ich freue mich immer riesig, wenn Krishan wieder nach Hause kommt. Inzwischen ist die Situation eine andere. Aus dem Ehepaar werden Freunde. Laura geht ab sofort als Single-Mom durchs Leben. Trübsal bläst die gebürtige Münchnerin aber nicht und beteuert: Ich freue mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben und es geht mir sehr gut. Und eines dürfte wohl klar sein: Laura und Krishan scheitern zwar als Liebespaar, als Eltern werden sie aber auch weiterhin ein Team bleiben.